Herzlich willkommen zu unserem Retro-Video zu Mad TV. Die Wirtschaftssimulation mit Echtzeit-Part, die mich persönlich im letzten Jahrhundert am längsten an den Rechner gefesselt hat. Worum geht's? Sie spielen einen Programmmanager, der nicht nur dem Fernsehsender auf die Beine helfen soll, sondern auch das Herz der schönen Betty Botterblum erobern will. Leichter gesagt als getan. Aufgrund der stets weglaufenden Zeit bekommt man Geschenke verteilen und Programmplanung oft nicht unter einen Hut. Zudem schläft die Konkurrenz nicht. Zwei Mitbewerber machen ihm den Titel als Fernsehkönig und das Botterblumsche Herz streitig. Oder sie blockieren wichtige Räume wie Werbe- und Filmagentur oder den Aufzug. Der Programmalltag gestaltet sich kurz gesagt recht einfach. Filme einkaufen, die bei den Zuschauern gut ankommen, Werbeverträge abschließen und regelmäßig den Nachrichtenticker überprüfen. Zudem noch alle Awards einstreichen, um dem Programmdirektor zu imponieren. Vielleicht gibt er dann hin und wieder einen kleinen Kredit. Das Geld ist nämlich meist das, was fehlt. Filmeinkäufe, Studiomieten, Nachrichten, Geschenke für Betty und Konventionalstrafen für nicht gesendete Spots ziehen einem wirklich schneller das Geld aus der Tasche, als man hoppla sagen kann. Da kann es passieren, dass sie schon am dritten Tag wieder gefeuert werden. Mad TV ist ein Klassiker. Auf einfache Art und Weise verband Entwickler Rainbow Arts Wirtschaftssimulation mit Echtzeitstrategie und verlor den Witz dabei nicht aus den Augen. Schließlich gibt es im gesamten Gebäude lustige Dinge zu entdecken. Qualmende Skelette, gezähmte Monster, einen anonymen Bombenleger. Den können Sie übrigens prima manipulieren, indem Sie an der Hinweistafel die Schilder der Volksrepublik Dubahn mit einem Studio oder Archiv der Konkurrenz vertauschen. Bumm, da war die Arbeit der anderen erstmal für die Katz. Heute können Sie Mad TV nur noch über die DOS-Box spielen. Da läuft das Spiel aber ohne jedes Problem. Wenn Sie Mad TV also noch in irgendeinem Karton im Keller haben, es lohnt sich, es wieder hervorzukramen, da Nachfolger zu Mad TV dessen Klasse nicht mehr erreichen konnten.